Hey, was sagt man dazu? Die Piratenpartei, die mischen ja völlig das ganze politische System auf. Die ändern jetzt, haben sie die Sage geändert. Demnächst ändern sie NRW. Ganz gut, ich weiß ja nicht genau, was sie wollen, was sie vorhaben und so. Weiß man was anderes als die ganze etablierte Scheiße von CDU, FDP, SPD und dem ganzen Blödsinn. Es ist mal wichtig, dass mal junge Leute sind, die wirklich das politische System ein bisschen reformieren und aufmischen. Vielleicht haben sie auch mal ein paar vernünftige Inhalte, aber das zeigt ja auch mal, wie groß der Protestwillen in der Bevölkerung ist. Irgendwie anders zu wählen als die ganzen etablierten Blödmänner da, die nur Scheiße machen und das Geld aus der Tasche ziehen und sowas alles. Also, was soll ich sagen? Jetzt sind es alle die Piraten. Vielleicht liegt es auch am Namen. Aber wenn sie jetzt noch ein vernünftiges Profil haben, Programm kriegen, aber ich denke mal wieder, dass sie wieder nur diese althergebrachten Soziitäten von SPD und so setzen. So mit Mindestlohn, gleicher Lohn für alle, kostenlose Suppenküchen und sowas alles. Ich meine, viel ändern wird das auch nicht, aber ich denke, ich werde auch die Piraten wählen, hier bei der nächsten NRW-Wahl jetzt in ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Einfach mal nur aus Protest. Und da die anderen Parteien kannst du ja gar nicht mehr wählen. Das ist ja alles dasselbe. Das ist dasselbe Scheiße, sag ich mal so. Das ist alles. Die müssen sich jetzt nur noch ein bisschen klarer positionieren mit ihrer Programmatik und so. Dann kann das vielleicht auch mal hinter dem Bund was werden. Dann treten sie der linken Merkel in ihren Hintern. Ja, ich bin jetzt ja wirklich mal gespannt, wie das alles so wird. Also, wie sagt ein Seefahrer? Immer den Kiel oben haben. Danke. Dankeschön fürs Zuhören.